Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni. Das letzte Mal waren wir im Goldhain und das letzte Mal hatte ich wenig Zeit und die Folge wurde dann so lange, dass ich zu spät gekommen bin, muss ich sagen. Allerdings, ja gut, es ist jetzt auch wurscht. Wir haben noch etwas zu erkunden, soweit ich weiß. Oder zumindest müssen wir dort rechts hin. Das letzte Mal haben wir einen neuen Begleiter bekommen. Und zwar den Sprossbro. Der hat genauso viel Ausdauer. Ach so, okay. Ist eher ein Bewegungstalent. Und scheint magisch hauptsächlich zu sein. Weil sein magischer Angriff ist stärker als sein normaler Angriff. Haben wir endlich auch einen Magier. Und hier Wasserbombe. Oh, geil. Nehmen wir rein in das Tricksortiment. Können wir irgendwas ausrüsten? Frostspeer. Den haben wir auch letzte Folge gefunden. Ein Speer mit einer Spitze, die aus halbdurchsichtigem Eis besteht, welches jedoch niemals schmilzt. Wasser. Wasserbombe. Hammer. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Verteidigung, denke ich mal, wird Wichtel momentan nicht brauchen. Dafür unser Sprossbro umso mehr. Weil der Sprossbro ist ja erst auf Level 4, 3, irgendwas ganz weit unten auf jeden Fall. Links. So, Sau du. Jetzt werden wir hier auch ordentlich aufräumen. Eine Hornitze oder Horzisse und eine Rappelsau. So. Ich warte mal, bis Sprossbro mindestens Level 4 ist. Oder Level 5. Und dann greife ich so richtig an mit ihm. Okay. Die Farbgebung ist hier sehr herbstlich, muss ich sagen. Gut, ich warte noch ein, zwei Kämpfe. Weil, wenn die Verteidigung so gering ist... Haben wir gegen dich schon mal gekämpft, Pilzkopf? Nein. Döskappe. Und ein Fratz. Gut, dann können wir das hier mal probieren. Wasserbombe. Kostet aber MP. Probieren wir trotzdem. So. Döskappe. Gut, wir sollten vielleicht momentan noch mit dem Wichtel kämpfen. So, Penner. Für Gesundheit. Ja. Haben wir die noch gekriegt oder? Ich bin mir nicht sicher. Stufe 5. Wir machen noch nicht so viel Schaden. Ich warte noch mal ein paar Kämpfe, bis ich Sprossbro dann wirklich einsetze. Wichtig ist scheinbar, dass man die nicht zu früh einsetzt, weil sonst kriegen wir einfach nur auf die Fresse. Das will ja keiner, hoffe ich. Außer ihr wollt, dass ich auf die Fresse kriege. Das könnte natürlich sein. So. Hier schön hoch. Jetzt hier rüber. Und... Horzisse. Dich lassen wir aus. Man kann hier, wenn man nicht will, echt an den Gegnern vorbei. Aber nur, wenn man es nicht will. Sobald man sich das in den Kopf gesetzt hat, an den Gegner vorbeizukommen, muss man natürlich... Was? Du rennst weg? Gut. Was? Du verschwindest einfach? Okay. Warum ist hier die Karte eigentlich nicht? Okay. Keine Ahnung, warum die Karte da so ein bisschen Loch hatte. So, du bist kaputt. Oh, komm her! Komm her! Was? Verdammt. Moment, gehen wir jetzt in ein neues Gebiet? Ja. Das ist gut. Komm her, Rampelsau. Und die Döskappe ist auch dabei. Probieren wir mal Luffy. Oh, Luffy kriegt auf die Fresse. Ach, ist ein falsches Sternzeichen. Sorry. Nein. Okay. Die Döskappe macht uns quasi gar keinen Schaden. Oder sie schlägt ständig daneben.
Yeah. Die Musik am Ende des Kampfes ist immer so beruhigend. Oh, Luffy, Stufe 11. Sehr gut. Sprossbro wird noch ein paar Kämpfe brauchen, um auch in so ein hohes Level aufzusteigen. Oh, Moment, hier müssen wir in der Mitte runter. Hier ist nichts, oder? Oh, doch, hier ist eine Kiste. Haha. Eine Flasche Eiskaffee. Mana zurück, also. Das ist nicht schlecht. Und jetzt müsste es hier links sein und dann vorne rechts, oder? Ich bin mir gerade... Bommler. Bommler, du willst dich mit uns anlegen? Nein. Schauen wir mal, was du davon hast. Let's go! Probier mal den. Probier mal, Sportsbro. Mond. Sonne ist eigentlich nur gut gegen Mond. Gut, dann probieren wir Wichtel. Bommler. Die Bommler machen ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Und sie können vor allen Dingen vergiften, was das Schlimmste ist. So. Und ein bisschen Mana, danke. Dass wir nicht gebraucht haben, auch wieder war. Und... Oh komm, Stufe 6 oder 7 wird Sprossbro noch werden, bevor ich ihn in den Kampf einsetze. Das scheint es in die richtige Richtung zu gehen, oder? Warte mal. Hatte eben eine geniale Idee. Wir können diese Pilze mit Mana größer machen, ne? Mit Magie größer machen, nicht? Warte mal, hatte eben eine geniale Idee. Wir können die Pilze mit Magie größer machen, nicht? Okay, wie sollen wir die größer machen? Alte Pracht. Oh, Wachstumsschub haben wir doch bekommen. Genau, das hat uns der Wichtel, der Sprossbro, hat uns das ja gezeigt, letzte Folge. Diesen Wachstumsschub-Zauber. Okay. Ergibt Sinn. Und dann können wir auf ihn hüpfen, oder was? Ja, das ist gut. Oh. Sekunde. Heißt es, wir können hier auch einen Shortcut machen? Das wäre zumindest cool. Ich schau mal. Das wäre nämlich echt nicht schlecht, wenn wir hier das auch machen können. Schaut mir nämlich sehr danach aus. So, Wachstumsschub. Ja! Und wachst, meine Pilze. Wachst. Perfekt. So muss es sein. Hup, hup. Und ja, genau. Jetzt sind wir hier quasi wieder auf... Moment. Wieder auf Anfang. Ja, das ist doch intelligent. Moment, da aber kurz vor Schluss wahrscheinlich ein Boss kommt. Und wir uns nicht umsonst einen Shortcut wahrscheinlich einen Shortcut aufmachen können. Ist es wahrscheinlich sehr clever. So. Stern gegen Sonne, ja. Luffy, deine Zeit. Ich glaube, das hilft echt was. Ich habe gelesen, dass es 30% mehr Schaden gibt, beziehungsweise 30% weniger Schaden nimmt, wenn man mit dem richtigen Tier, mit dem richtigen Vertrauten, meine ich, kämpft. Magischer Angriff ist bald ziemlich OP. So, nein, 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 wir outrunnen dich, wir outrunnen dich. Gut, ich habe ihn outrunnt und habe mich dann aber nochmal sicherheitshalber umgedreht. Okay, das war jetzt nicht so geschickt. Ich weiß gar nicht, was hat nochmal... Schnell! Oh, fuck. Was hat nochmal Sprossbro für ein Sternzeichen? Mond, Sonne, Planet? Ich habe keine Ahnung. Eine Pastete, geil. Du hast... Du bist genau wie Laffe Stern. Wie unser Laffe oder Laffy, nicht wie Laffe. Wir haben keinen Vertrauten, der heißt Laffe. Wer ist am Ende Laffy heißt und ein Laffe ist? So, speichern. Ja, oder? Würde ich schon sagen. Speichert, bitte warten.
Danke. Und jetzt mit vollen MP und LP geht's zurück. Dorthin, wo wir hoffentlich weiterkommen. Und die Hortzisse will unbedingt einen Kampf. Die Hortzissen. Let's do it! Alles klar, das sind... Wir können jetzt mal Wichtel ausprobieren. Wasserbombe. Nice. Wasserbombe, nochmal. Nicht normaler Angriff, nochmal Wasserbombe. Und Wasserbombe. Sehr nice. Ich glaube, wir haben nur einen Mana-Punkt insgesamt verbraucht, obwohl wir die ganze Zeit mit Magie gekämpft haben. Und Wichtel ist Stufe 12. Hammer. Wichtel steigt schneller auf als Oliver. Das ist irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Liegt es im Allgemeinen drauf, je öfter wir einen Vertrauten im Kampf benutzen, desto schneller levelt der auf? Könnte sein. Das bedeutet, Oliver sollten wir vielleicht ein bisschen häufiger einsetzen. Aber das ist jetzt echt ziemlich cool. Diese Wasserbomben scheinen... Ja. Ah, ich springe auf dich drauf, mein kleines Narzisschen. Let's go! Schauen wir mal, ob wir das nochmal so hinkriegen. Here goes! Narzisse! Oh shit. Nochmal Wasserbombe. Und nochmal. Ja, nice. Jetzt haben wir ein bisschen Mana verbraucht, aber dafür ein bisschen Gesundheit bekommen. Also, die magischen Sachen von Sprossbro sind echt Spannsprosse. Frage. Hat Sprossbro jetzt seine eigenen Kameraden für eine Spannsprosse getötet? Wir werden es erfahren. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade rede für einen Stuss. Die ganzen Narzissen bekämpfen schon seit über 10 Minuten. Fällt mir auf und wir haben noch nicht wirklich einen Fortschritt gemacht. So, jetzt schaut mal, dass Luffy das ohne viel Magie regelt. Bam. Jetzt gibt's auf die Fresse. Nein, goldene Essenz. Yay. Sprossbro, Stufe 7. Der Name Sprossbro gefällt mir übrigens ziemlich gut. Vielleicht bin ich, weil ich so ein starker How I Met Your Mother Fan bin, aber ich hoffe, er gefällt euch auch. Und hopp, wo geht's denn hier lang? Okay, hier müsst ihr jetzt gleich nach links gehen. Verdammt, ich wollte gerade ganz von hinten, aber einen einzelnen Fratz werden wir noch hinkriegen, oder? Probieren wir nochmal. Nein, Wasserbo. Wie viel machen wir im normalen Angriff? Oh, das ist zum Vergessen. Okay. Okay, Hammer. So, Penner. Jetzt geh mir endlich auf die Fresse. Sehr gut. Yay. Und Oliver auch Stufe 12. Und wir haben 94 MP oder 90. Dieser Pfeil zeigt nicht um wie viel, sondern wie viel. Also wenn da steht 90 und Pfeil hoch 4, heißt es nicht, wir haben 94, sondern wir sind von 86 auf... Okay, ich hab's verstanden. So, Zauber. Probieren wir mal Eiseskälte aus. Am Bombler. Cool. Das ist gar nicht so schlecht. Und der Bombler. Scheiß Bombler. Ich hasse dich. Und wir haben uns vergiftet noch. So, ein bisschen Mana immerhin.
Sollten wir einen Zauber oder so benutzen? Nein, das geht. Gott sei Dank werden wir beim Level abgeheilt. Das ist sehr hilfreich. Man kann es nur leider nicht während Bosskämpfen benutzen, weil man während des Bosskampfes ja nicht auflevelt. Ah, hier ist eine... so eine Truhe, die durch starke Magie, sehr mächtige Magie verschlossen zu sein scheint. Ah, verdammt. Mann, okay. Ist wurscht. Wir speichern. Ja, bitte. Ja, gleich das, was wir vorher gespeichert haben, weil wir haben uns nicht blöd angestellt. So. Was ist eigentlich das hier? Ja, irgendwann kann ich sie benutzen, das weiß ich, Tröpfchen, aber... wann oh. Riesige Lichtung. Kurz vor Ende. Bosszeit. Der Boss des Goldhains erwartet uns. Was wird er nur sein? Sieh nur, Tröpfchen, das ist eine Quelle. Aber sie ist ausgetrocknet. Oh weh, sieht nicht gut aus. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo der Hund begraben liegt. Wissen wir das? Naja, das ist der Quell des Lebens, oder nicht? Und der ist verantwortlich für die Fülle im Forst der Fülle. Weil der Quell hier versiegt ist, haben die Feen sich verzogen und den Baum mit dem vertrauten Eis verdorrt. Was für ein mieses Zeug. Was für ein mieser Zug. Wer will denn sowas tun? Ganz schön abscheulich ist... oh. Was ist los, Tröpfchen? Ich glaube, der Schuldige taucht gleich auf. Habt ihr schon ein Kissel in der Laterne? Echt? Glaub mir, Junge. Genauso läuft das immer ab. Was? Sie? Gladiataurus, Wächter des Goldhains. Alter! Okay. Wichtel. Vollgas. Gut, probieren wir mal ein paar Wasserbomben. Oh, das ist schlecht. Okay, nochmal Wasserbombe. Aus sicherer Distanz. Jetzt versuchen wir mal Oliver. Feuerball. Wie viel macht das? 19. Aus. Okay, das ist gut, das trifft nicht. Das hat 90 gemacht, der Feuerball. Wie viel macht das? Das macht deutlich mehr. Sehr gut. Eis ist Kälte. Ist genau, was er nicht mag. Wie viel macht Luffy? Oh, Luffy macht zu wenig. Aber Luffy ist ziemlich agil. Ach du Scheiße. Kraft sammeln. Los geht's. Jetzt dafür doppelt Schaden. Oh, das ist besser als Wichtel. So. Oh ne, was jetzt? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Olli. Es sieht so aus, als irgendwas. Abwehrhaltung, Mann, Abwehrhaltung! Sturmangriff, oh Gott. Okay. Oh, ich weiß was. Warte einen Augenblick, Olli. Köpfchen, was? Nimm das, du großer Grobian. Schick, das ist eine Chance, Mann. Das hat am meisten Schaden von allem gemacht.
Ne. Bam! Los! Du Penner! Yes! Sehr gut. We did it! Luffy hat sich in seinem ersten Bosskampf, bei dem er dabei war, als... Wobei, er war beim Mäusekönig dabei. 300 Gold! Und Luffy und Prospero sind aufgestiegen. Und wir haben Gegenstand Geisterlichtung bekommen. Sehr gut. Wunderbar. Sprospo erlernt den Trick heilende Träne. Ist das ein Heilspruch im Kampf? Wahrscheinlich. Und ich erhalte eine Seide über den Gladiataurus. Okay. Uff, die Kreatur ist weg. Es war nicht nur irgendeine Kreatur, Olli. Das war der Wächter dieses Waldes. Wächter, so wie der Wächter des Waldes damals? Genau. Wie ich schon sagte, nicht? Lebenskraft erzeugt überall Kreaturen. Und an Orten wie diesem Wald wünschen sich die Bewohner jemanden, der ihre Heimat besitzt. Daraus entsteht dann solche mächtigen Wächter, verstehst du? So wie das Biest, gegen das du im finsteren Wald gekämpft hast, und der Kerl eben. Weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber der hat einen irren Blick drauf. Denkst du, Shada, würde mich nicht überraschen, wenn er seine Finger im Spiel hatte. Ein Quell versiegen zu lassen, klingt genau nach seiner fiesen Masche. Verflixt, der Wächter ist wieder in Ordnung, aber was stellen wir jetzt mit dem Quell des Lebens an? Das habe ich mich auch schon gefragt, Tröpfchen. Wir haben den Baum, in dem das Ei lag, mit dem Zauberstab gehalten, nicht? Können wir vielleicht mit demselben Zauber den Quell des Lebens wiederherstellen? Ganz schön schlau, Olli. Sieht aus, als würde mein brillanter Geist auf dich abfärben. Versuch's mal, mein Junge. Okay, Tröpfchen. Ich hoffe echt, dass es klappt. Ja. Und? Alte Pracht. Dreht für einen Gegenstand die Zeit zurück. Das ist also der wahre Quell des Lebens. Er ist so schön. Da ist Ida. Und jetzt, wo der Wächter und der Quell wieder so sind wie früher, werden die Feen auch bald zurückkommen. Schick. Prima. Ich hoffe, dass wir ein paar Feen treffen, wenn wir das nächste Mal hierher kommen. Ich auch, Olli. Ich auch. Gut, auf nach Al-Kuwait. Jawohl. Sehr gut. Die Reinheit im Herzen des Quell des Lebens... Was? Die Reinheit im Herzen des Quell des Lebens hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschalten. Der Hirtenjunge. Lesestunde gegen Ende des Parts nochmal. Das heißt, ich werde dann... Ja, wir werden dann rausgehen. Aber erstmal gibt es noch was Schönes zu lesen. Also. Wo ist es? Nein, hier ist es nicht. Im Tagebuch im magischen Begleiter, genau. 12 schöne Geschichten oder so war das. 12 fantastische Geschichten. Jetzt haben wir die 8. Geschichte freigeschalten. Haben wir so viele schon verpasst? Ich glaube ja nicht. Das Spiel hat angeblich über 30 Stunden Spielzeit. Wie lange spielen wir? 5 Stunden? 6 vielleicht? Okay, der Hirtenjunge. Wie viele Seiten sind das? Sind das nur die beiden? Nein. Okay, das sind ein paar Seiten. Also, bitte... Der Hirtenjunge. Der faule Sohn.
Zwei Schafhirten, ein Vater und dessen Sohn, waren gemeinsam auf der Weide. Der Vater wachte von morgens bis abends über die Schafe und hielt unermüdlich nach Wölfen Ausschau. Der Sohn jedoch tat den lieben langen Tag nichts, starrte nur in die Ferne und machte keinen Finger krumm, um seinem Vater zu helfen. Eines Tages wandte sich der Vater an seinen Sohn und sagte voll Kummer: »Ich bin alt und werde mich bald zurückziehen. Obgleich du mein einziger Sohn bist, habe ich festgestellt, dass dir nichts an den Schafen liegt. Ich glaube, es wird besser sein, meine Herde jemand anderem anzuvertrauen.« Der Sohn war bestürzt, denn die Herde war seine einzige Lebensgrundlage. So beschloss er, seinen Vater auf der Weide dabei zu helfen, die Schafe einzufangen, das Gras zu pflegen und so weiter. Bald jedoch wurde er dieser Aufgabe überdrüssig. Er wusste nicht, was er tun sollte und beschloss daher, Gevatter Eiche aufzusuchen, denn dieser uralte Baum im finsteren Wald besaß unendliche Weisheit in allen Belangen. »Gevatter Eiche, gibt es denn keine Frucht, die mich mit Eifer erfüllt, wenn ich sie esse?« fragte der Sohn voller Verdruss. »Solch eine Frucht gibt es leider nicht«, antwortete Gevatter Eiche. »In den Tiefen eines nahen Waldes verbirgt sich jedoch eine Quelle. Wer aus ihr trinkt, wird von bemerkenswerter Tatkraft erfüllt.« Die Quelle. Der Sohn machte sich auf in die Richtung, die ihm Gevatter Eiche gewiesen hatte, bis er die Quelle erreichte und das kühle Wasser mit seiner Hand berührte. »Ich werde etwas von diesem Wasser mit nach Hause nehmen«, dachte er bei sich, bemerkte jedoch dann, dass er kein Gefäß bei sich hatte, in dem er das Wasser hätte tragen können. »So muss ich wohl mit leeren Händen zurückkehren«, klagte er. Der Sohn wollte sich gerade auf den Heimweg machen, als ihm der Gedanke kam, von dem Wasser zu kosten. Tatsächlich empfand er augenblicklich einen großen Tatendrang, wie Gevatter Eiche es vorhergesehen hatte. Mit seiner Axt fällte er einen nahen Baum und schnitzte aus dem Stamm einen Krug, der beinahe so groß war wie er selbst. Als der Krug fertig war, füllte er ihn mit Wasser und begab sich auf den Heimweg. Der Krug war sehr schwer und der Weg war weit. Mehrere Male hatte er beinahe aufgegeben, doch immer, wenn er nicht mehr weiter konnte, machte er am Wegrand Rast und nahm einen Schluck aus dem Krug. So erreichte er schließlich sein Heim. »Ich habe hier genug Wasser für den Rest meines Lebens«, dachte der Sohn und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Er war so erschöpft, dass er ins Bett fiel und bis zum nächsten Morgen schlief. Der Krug. Der Sohn erwachte aus seinem Schlummer und beschloss, einen weiteren Schluck Wasser aus dem Krug zu trinken. »Ach, wie erquickend«, rief er glücklich, und erledigte seine Aufgabe doppelt so schnell wie gewöhnlich. Und er dachte bei sich, dass außer ihm niemand von dem kostbaren Wasser im Krug trinken durfte. In den folgenden Tagen verbrachte der Sohn viel Zeit damit, dafür zu sorgen, dass sich keiner seinem Krug näherte. Trotzdem erledigte er gewissentlich seine Aufgaben, da er wusste, dass sein Vater sonst verärgert wäre. Wann immer ein Dorfbewohner sich dem Krug näherte, um daraus zu trinken, unterbrach der Sohn seine Arbeit und bot ihm einen Kelch mit anderem Wasser an, damit das Wasser in seinem Krug nicht verschwendet würde. Auch er selbst wollte das Wasser aus der Quelle nicht vergeuden und arbeitete jeden Tag sehr hart, ohne es anzurühren. Eines sehr heißen Tages entdeckte der Sohn nach einem harten Arbeitstag auf der Weide, dass etwas Schreckliches passiert war. Das Wasser. Das Wasser war in der sengenden Sonne verdunstet. Als der Sohn bemerkte, dass das Wasser, von dem seine Zukunft abhing, verschwunden war, übermannte ihn die Verzweiflung und er sank ins Gras. Als die Dorfbewohner den Sohn so daliegen sahen, waren sie besorgt und eilten zu ihm, um nach ihm zu sehen. Der Sohn galt nämlich als freundlich und arbeitsam, seit er all den durstigen Dorfbewohnern zu trinken gegeben hatte. Einige der Dorfbewohner gaben dem Sohn Wasser zu trinken, als er so dalag, und er war erstaunt darüber, wie gut es ihm mundete.
Es war das frischeste und sauberste Wasser, das er je gekostet hatte. Noch erstaunlicher war jedoch, dass es ihn mit demselben Tatendrang erfüllte wie das Wasser aus der Quelle. Sein Vater stand neben ihm und sagte gütig: »Kein Wasser auf der Welt kommt dem ersten Schluck Wasser gleich, den man nach einem schweißtreibenden Arbeitstag trinkt. Ich möchte gar meinen, dass es um einiges besser ist als das Wasser aus der Quelle.« Denn der Vater wusste, dass sein Sohn die Quelle aufgesucht hatte. Der Sohn erhob sich und lächelte seinen Vater an. »Ihr habt recht, Vater. Es ist wahrhaftig bei weitem besser. Harte Arbeit ist Lohn genug.« So. Wunderbar. Eine Geschichte. Boah, habe ich die Geschichte jetzt echt 8 Minuten vorgelesen oder täusche ich mich? Auf jeden Fall gehe ich mal hier raus aus dem Wald. Eventuell kommt eine kleine Sequenz. Nein. Wir sind aber in einem neuen Gebiet. Ah, da ist eine Wüste und da in der Mitte liegt scheinbar Al-Kuwait. Ist ziemlich groß hier, der neue Bereich. Und da ist auch so eine kleine Sache, da oben. Und da ist auch was. Und da... Ich bin mir noch nicht sicher, wie man da hinkommen soll, weil da überall Berge rundherum sind. Weil vielleicht kann man auf diese Berge da klettern. Und hier links ist auch irgendwas, was sehr nach einem Vulkanland oder so ausschaut. Aber egal. Das nächste Mal, denke ich mal, gehen wir da nach rechts rüber. Da sehe ich schon eine Rappelsau. Na dann, Olli, ich bin sicher, dass es hier in der Gegend ein paar richtig fiese Monster gibt. Markiere nicht den dicken Max und versuch sie alle zu besiegen. Beeil dich einfach und lass uns schnell nach Al-Kuwait gehen, okay? Machen wir, Tröpfchen. Ich sage jetzt allerdings erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.